Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Albeb Bestwin. Und wir sprechen mit Tancred. Während der Kristallexarch wortwörtlich sein Herzblut in die Lösung unseres Problems fließen lässt, sollten wir keine Zeit verschwenden und dafür sorgen, dass wir diese Welt guten Gewissens verlassen können. Und das bedeutet, dass wir mit Elidibus und seinen schäbigen Handlangern aufräumen müssen. So ist es. Allerdings gibt es da noch eine Sache, die mir Kopfschmerzen bereitet. Ishtola ist ganz alleine im Anyda. Wenn ihr Zustand genauso unberechenbar ist wie der unsere, dann ist sie in großer Gefahr. Albeb, würdest du zu ihr reisen und nach dem Rechten sehen? Ich würde ja selbst sofort losziehen, aber wer weiß, ob ich ihr eine große Hilfe sein würde. In meiner gegenwärtigen Verfassung sollten wir kein Risiko eingehen. Ausgezeichnet. Ich wusste, dass auf dich Verlass ist. Der Rest von uns kümmert sich dann um diese schwarzmaskierten Unruhestifter von Elidibus. Anschließend können wir uns in Yulmor treffen und unsere nächsten Schritte besprechen. Das Anyda erreichst du am besten von der Venmon-Werft aus. Unsere Freunde dort können dir bestimmt eine Überfahrt organisieren. Also dann, lasst uns keine Zeit verlieren. Pass auf dich auf. Bevor ihr geht, habe ich noch etwas für euch. Oh, ein Mitbringsel von Tataru. Was könnte das bloß sein? Ist das etwa ein Exegetenbrot? Das ist allerdings eine Überraschung. Kommt dieses Brot aus eurer Heimat? Ob ich davon vielleicht mal probieren dürfte? Aber sicher, Rine. Ich persönlich kann dem eigentümlichen Geschmack etwas abgewinnen, aber sei gewarnt, es ist nicht jedermanns Sache. Weise Worte. Bei uns zu Hause gab es diese Kost nur selten, aber in der Magieakademie war es für manche Kommilitonen im wahrsten Sinne des Wortes ihr täglich Brot. Ob gewollt oder nicht, das klingt ziemlich hochnäsig, Bruderherz. Alle haben es gegessen, du auch. Wie dem auch sei, richte Tataru unseren Dank aus, wenn du sie das nächste Mal im Ursprung siehst. Obwohl bis dahin sind wir vielleicht wieder selbst wieder zurück und können ihr ersparen, weitere Nebentätigkeiten zum Wohle des Bundes annehmen zu müssen. Gut, wir sollten jetzt aufbrechen. Wir können das Brot auch unterwegs verspeisen, wenn wir irgendwo was zum Runterspülen auftreiben. Okay, dann muss ich nach Kolusia und ich meine nach Werftig. So. Dann, hoho, ist das nicht die Kriegerin der Dunkelheit höchstpersönlich? Was führt dich hierher? Du brauchst eine Überfahrt? Da bist du genau richtig. Du musst nur sagen, wann es losgehen soll. Und ich mache das Schiff klar zum Auslaufen. Also, dann reisen wir zum Anyda. Wie gut, dass du alleine kommst. Ich wollte ungestört ein paar Worte mit dir wechseln.
Das war nicht mein Tun, falls du das denkst. Die Verbindung zwischen ihrem Körper und ihrer Seele lässt wohl langsam zu wünschen übrig. Ich weiß ohnehin nicht, was ihr hier zu finden hofft. Informationen über unsere Vergangenheit? Wozu? Ihr werdet sie ja doch nicht begreifen. Gehst du schon wieder die Protokolle der Sitzung durch? Du bist wirklich ein Pedant. Naja, ich sollte dich wohl eher loben, dass du dein Amt so ernst nimmst. Und Lahabrea hat sich Sorgen gemacht, ob du als Elidibus nicht zu nachgiebig sein würdest. Ganz unbegründet, wie man sieht. Schau doch mal aus dem Fenster, der Himmel hat aufgeklärt, die Sterne funkeln in voller Pracht. Der beste Beweis, dass du unsere Arbeit vorbildlich unterstützt. Alles löst sich auf. Braucht mich denn die Welt nicht mehr? Nein, ich bin der Fürsprecher und ich werde meine Aufgabe erfüllen. Der Held der Zersplitterten und erfüllt von dem Wunsch, die Welt zu retten. Nun denn! Ah, ja, ich spüre es. Die Kraft der Wünsche strömt in mich. Nun kann ich meine Aufgabe erfüllen. Die Erinnerung, sie entgleitet mir. Warum muss ich diese Aufgabe erfüllen? Deine Freundin nehme ich vorerst mit. Bis du meine Bedingung erfüllt hast. Zeig mir das ganze Ausmaß deiner Kraft. Ich bin gewappnet, aber ich muss es wissen. Ich muss wissen, wie stark du wirklich bist. Die Arena ist schon vorbereitet. Folge der Ätherspur. Ich erwarte dich am Ort der Entscheidung. Ich glaube, das, was jetzt passiert, dauert relativ lang. Ja. Dann machen wir es folgendes. Ich mache jetzt hier Schluss, auch wenn es eine relativ kurze Folge ist. Aber ich möchte das, was jetzt kommt, in einem Stück machen. Deswegen sehen wir uns jetzt schon direkt beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut!